Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder mal ein Kreativ-Vlog. Das heißt, ich werde dich heute ein bisschen mitnehmen, was ich so neben den Pulpen mache. Also wenn du nun hier bist, in der Hoffnung, dass ich dir etwas zeige mit Pulp, das wird heute nicht der Fall sein. Aber ich habe über 140 Videos auf meinem Kanal, schau da sehr gern vorbei, da findest du ganz, ganz viele Inspirationen. Also, was siehst du heute auf meinem Kanal oder in meinem Video? Einerseits endlich den Besuch meiner lieben Künstlerkollegin, die ein Malatelier hat, da nehme ich euch mit. Leider ist das nur auf Schweizerdeutsch, so könnt ihr gerade mal ein bisschen Schweizerdeutsch üben. Und dann habe ich eine ganz kurze Shopping-Tour, natürlich im kreativen Bereich. Und ganz am Schluss zeige ich euch, wie ich diesen Herrn da oben bemalt habe. Auch ein kleiner Einblick dazu. Ich verabschiede mich hier schon bereits. Ich werde vielleicht nächsten Sonntag wieder ein Video hochladen, das kann ich noch nicht genau sagen. Ich stecke gerade in den Vorbereitungen einer Ausstellung, aber ich denke, ich werde ein Video hochladen, weil ich auch noch einiges zu sagen habe. Aber nun genießt den Sonntag, ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt kreativ, umarmt deine Liebsten, bis zum nächsten Mal, tschüss zusammen. Hallo miteinander, kommen wir noch rein. Hier ist das Atelier, wo wir heute Nachmittag werden malen. Du, ich probiere das. Einfach probieren. Ich noch ein bisschen mehr. Heute bin ich im Atelier von der Ruth, das ist eine liebe Kollegin. Sie malt. Und wir werden ein Video drehen, damit sie ein bisschen Werbung machen kann für ihre Malkurse. Also wenn ihr in der Nähe seid, in der Schweiz, bei Basel, hier gibt es tolle Malkurse. Machst du jetzt Bitume? Ja. Und die Leute meinen immer Bitume gleich Bitume, oder? Die wissen gar nicht, ja, es gibt verschiedene. Dass es so verschiedene gibt. Hallo miteinander, ich bin Ruth aus der Nähe von Basel. Ich habe hier auf dem Margrethenhügel auf dem Bruderholz ein Malatelier, wo ich Kurs anbiete, aber auch offenes Malen. Hauptsächlich male ich mit Acryl, aber jetzt gerade habe ich ein Bild gemacht mit Bitumen. Das liebe ich sehr, weil da gibt es ganz unterschiedliche Materialien. Das wissen zum Teil die Leute nicht einmal. Solche Kurs kann man also hier machen, am Wochenende. Hauptsächlich. Und offenes Malen gebe ich am Mittwoch und Freitag Nachmittag. Ich liebe es sehr zu experimentieren mit den Materialien. Und ich finde es toll, auch zu beobachten, was da auf der Leinwand passiert. Mein Atelier ist in der Venusstrasse 7 in Binningen. Das ist dort, wo die Sternwarte ist. Ja, es ist wunderschön hier. Und dann kannst du es auch ein bisschen näher, so, dass man es sieht. Und das ist schön, gell? Das ist mein Liebling. Soll ich so etwas auch zeigen? Hier habe ich etwas Lustiges, Schmales, das auf Holz ist. Das ist Encaustic-Technik. Und zwar nach der neuen Variante von Encaustic. Nicht mit dem Glätteisen gemacht, sondern auf einer Aluminiumplatte. Und mit Pigment und Sachen von R&F, das ist eine Technik aus Amerika, im Moment Europa überrollt. Das ist von dieser Woche. Da hatte ich einen Rostkurs, der noch weitergeht, heute Nachmittag. Das ist jetzt Rost, den wir selber gemacht haben, mit Binder und Eisenspänen.
Schluss. Mega. Oder? Ich würde jetzt, also für mich würde es eigentlich auch so lange, dass ich also einfach nur drüber gieße und zuschaue, was passiert und dann wieder. Es ging mir nicht einmal ums Bild, sondern wie das schön verläuft das, und also, so. Ja. Das ist so schön. Der Robert Silas, wenn der gefragt wird, was machen Sie noch lieber wie malen, dann sagt er, zuschauen, wie meine Bilder trocknen. Also du malst am meisten mit Acrylfarbe? Ja. Das ist eben das Schöne bei Acryl. Bei Acryl kann man wirklich immer wieder übermalen. Ja, und bei Öl musst du monatelang warten, bis es trocken ist. Mit der klassischen Ölfarbe sagen sie bis zu 100 Jahre, bis es komplett durchgetrocknet ist. Ja, ja. Was das, wie wenig das, das kostet. Ich finde, ich bin bei ihr total hängen geblieben. Sie erinnert mich ein bisschen an meine kleine Schwester. Und dann habe ich bei ihr einfach ein bisschen geschaut. Und die haben eben so kleine Shops. Und die machen ihre Shops so, dass sie immer nur 2 Tage den Shop auf haben. Dann macht sie den Shop auf. Und dann ist sie innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Wahnsinn. So machen es die um. Und gestern war ich mit einer Freundin im Bösner. Das ist ein Laden für Künstlerbedarf. Das muss ich, glaube ich, nicht erklären. Alle Kreativen kennen den Bösner. Und sie hat ein Projekt, das sie machen wollte und hat mich gefragt, ob ich mitkomme. Natürlich komme ich mit. Künstlerbedarf, das ist für mich wie für andere Kleidershoppen. Das ist für mich Künstlerbedarf oder Baumarkt. Wir gehen zum Schneidet sich jetzt so ganz offiziell richtig an. Ja, wenigstens die Brille legt sie an, wenn sie schon sich nicht anschneidet. Tschüss, Bösner. Tschüss, Bösner. Und euch interessiert sicher, was ich eingekauft habe. Ich wollte nicht so viel einkaufen, aber wie das so ist. So. Es ist, wie gesagt, ein bisschen mehr geworden, wie ich mir vorgenommen habe. Ich mache einen Schnelldurchlauf, weil ich habe mir vorgenommen, wieder mehr zu zeichnen und zu malen. Ich habe das unglaublich vernachlässigt und ich zeichne sehr gern, aber ich habe keine Übung mehr da drin und das möchte ich jetzt ein bisschen vertiefen. Ich habe Gesso gekauft zum Grundieren der Leinwände oder Skizzenblöcke oder wenn du auf Papier malst, da wird einfach die Farbe schöner und es zieht sich nicht gleich ins Papier rein. Das ist das. Dann habe ich eine Stofffarbe gekauft in Weiß. Dann habe ich einen Acrylbinder gekauft. Den benutze ich gern, wenn ich mit Pigmenten arbeite oder mit löslichem Kaffee. Dann mache ich das mit Acrylbinder, wie der Name schon sagt, dann bindet es. Ein Draht zum Modellieren, Notizblöcke zum Zeichnen, Notizblock,
2 zum Zeichnen, Notizblock Nummer 3 zum Zeichnen. Ein Buch habe ich hier, dass ich möchte mehr Porträts, mehr Gesichter zeichnen. Dann ein Kalender für 25. Das ist kostenlos, ist ein Geschenk. Dann habe ich ein Malertape, auch zum Zeichnen, wo ich die Ränder abkleben kann. Ein Maßstab. Dann habe ich noch diese Pinsel gekauft. Das sind flache Pinsel von Da Vinci. Die sind synthetisch, sehr gut. Ich male mit denen sehr gern. Und sie liegen gut in der Hand. Also 3 solche. Dann habe ich 2 Bleistifte gekauft. Weiche Bleistifte zum Skizzieren. Und Acrylfarbe von Schminke. Und zwar habe ich hier die Primärfarben gekauft. Also Gelb, Rot, Blau habe ich noch. Und ein Weiß. Damit kannst du alle Farben mischen. Und dann habe ich hier noch, das sind jetzt genau diese Primärfarben, das ist so ein kleines Set und das ist Gouache, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Gouache, kennt man von, habe ich mir sagen lassen, ich wusste das nicht mehr, von der Schule. Das ist eine Mischung zwischen Acryl und Wasserfarben. Und ich denke, das ist ideal für mich, weil ich mal grundsätzlich gern mit Acryl. Es ärgert mich aber immer, dass die so schnell eintrocknen und ich die nicht mehr fertig verwenden kann. Und mit Wasserfarben male ich auch sehr gern, aber die sind natürlich nicht so deckend. Du kannst nicht mehrere Schichten arbeiten. Und das ist so ein Zwischending. Die sind auf Wasserbasis, auch wenn die eintrocknen, nimmst du wieder ein bisschen Wasser dazu und kannst weiterarbeiten. Sind aber deckend wie Acrylfarben. Sie sind matt, wenn du damit malst und du musst sie versiegeln, weil wenn Wasser drauf kommt, dann zerläuft es wieder. Also da bin ich sehr gespannt. Ich habe hiermit noch nie gearbeitet. Und dann habe ich noch so Klammern, damit ich beim Skizzenbuch die Seiten befestigen kann, wenn ich am Malen bin, und die fertigen Arbeiten auch aufhängen kann. Genau, das war's. Also, es ist einiges zusammengekommen und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Ich zeichne jetzt jeden Tag ein bisschen. Also, ich habe erst letzten Donnerstag, glaube ich, damit angefangen, also noch nicht sehr lange. Gut. Jetzt werde ich noch meine E-Mails beantworten, die Post fertig machen, dann werde ich mit dem Hund spazieren gehen und am Nachmittag wird es kreativ. Nun gut, wir sehen uns später.